Leute, und willkommen bei einem weiteren Unboxing-Video. Die Lizzie packt aus. Heute packen wir die Dying Light Collectors Edition aus. Diese Edition kommt zwar aus Polen, aber ist dennoch sehr hochwertig verarbeitet. Ich würde sagen, dass wir uns erstmal die Verpackung angucken. Also meiner Meinung nach ist die Verpackung auch sehr gut verarbeitet. Also was heißt sehr gut verarbeitet? Also das Design ist halt meiner Meinung nach sehr gut für eine 120 oder 130 Euro teure Collectors Edition. Also mir gefällt besonders hier oben, kann man das sehen, das Design der oberen Seite von der Verpackung. Aber ich werde das Ganze jetzt nochmal so hinstellen und dann einmal umdrehen. Also ist auf jeden Fall sehr nett gemacht von der Verpackung her. Gefällt mir sehr gut und wir werden das Ganze jetzt mal nach unten drehen und uns erstmal einen Überblick über den Inhalt verschaffen. Ich muss das mal etwas näher ranholen. Kann man das hier lesen? Ja, ich denke, das kann man lesen. Also mit dabei ist die Nighthunter-Figur, dann ein Artbook, ein Waffenguide, der Soundtrack, ein paar Aufkleber, das Steelbook, was haben wir denn hier unten noch? Artbook hatte ich ja bereits gesagt. Dann noch ein E-Book zum Runterladen, so wie es aussieht. Ich hatte das noch gar nicht runtergeladen. Ich glaube, das müsste der Roman von Dying Light sein. Oder der Comic, keine Ahnung. Irgendwas so in der Art. So, ich denke, ich werde das jetzt mal umdrehen und aufmachen. Weg damit. Also, ich werde die Verpackung mal kurz zur Seite legen und das dann alles einzeln rausholen. Die Nighthunter-Figur, die wird am Ende ausgepackt. Also, wir haben hier als allererstes das Steelbook von Dying Light. Gefällt mir sehr gut. Das ist einer meiner liebsten Steelbooks, die ich bis jetzt habe in meiner Sammlung. Ja, ist nichts drin, weil die CD separat beiliegt, was mir auch sehr gut gefällt. Normalerweise muss ich dann immer die CDs in eine separate Hülle packen, aber so gefällt es mir dann doch etwas besser. So, was haben wir denn hier noch? Dann haben wir noch drei Aufkleber von Dying Light. Einmal das ganz normale vom Steelbook, das Design. Was haben wir denn hier? Oh, wie heißt der Gegner nochmal? Ich habe gerade absolut keinen Plan, wie der Gegner hier heißen soll, der jetzt hier auf dem Aufkleber zu sehen ist. Ihr könnt mir gerne weiterhelfen, wenn ihr das wisst. Und dann nochmal das ganz normale Logo. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir den Soundtrack von Dying Light, den offiziellen mit 21 Liedern. Auch noch nie benutzt. Naja, Hauptsache haben wollen, würde ich mal so behaupten. Dann geht es weiter mit dem Artbook. Ja, also vom Design her ist es ganz okay. Aber gut, was hätte man da auch mehr machen können? Also, was haben wir hier? Zombies sind mit dabei. Ich kann es kaum übersetzen. Tut mir leid, Leute. Ich werde jetzt eh nur mal kurz so reinblättern. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nett gemacht. Die ganzen Art Designs, die hier mit dabei sind. Was haben wir denn hier? Ich werde mal kurz etwas weiter hier umblättern. Mal gucken, ob wir hier irgendwo den Nighthunter finden. Ah, hier haben wir den Mutanten. Ich glaube, das kann man. Ich glaube, es sollte die Kamera etwas höher halten. Na, Moment, ich muss mal kurz umblättern. Naja, auf jeden Fall sind hier, wie man sehen kann, die ganzen Charaktere mit dabei. Auf den ersten paar Seiten sind halt die Charaktere, also die Gegner und die KI-Gegner. Ja, Gegner und KI-Gegner, ja, ja, klar. Naja, ich weiß wieder, ich habe wieder keinen Plan, was ich hier sage. Etwas weiter blättern, ja. Weiter, weiter, weiter. Genau, das sind. Und hier ist auch ein Zombie mit Kopftuch dabei, den es eigentlich so in der Vollversion gar nicht gibt, oder? Ich meine, die hätten dann zum Release irgendwie ein Update rausgehauen, wo es dann doch keine Zombies mehr mit Kopf-T-Shirts gab. Weil hier im Artbook ist er ja mit dabei, also der Zombie mit dem Kopftuch.
Naja, gehen wir mal weiter. Ich hatte jetzt auch nicht vorgehabt, jede Seite zu zeigen. Ich werde mal kurz etwas weiter nach hinten blättern. Und dann kommen wir auch zum nächsten. Ich meine, wenn ihr euch die Collectors Edition kaufen wollt, könnt ihr immer noch alle Seiten angucken. Dann haben wir hier als nächstes den Waffenguide von Dying Light. Bla bla bla. Keine Ahnung, was da steht. Oder ist es der Waffenguide? Sieht so aus wie ein Waffenguide, oder? Hier sind aber die Gebiete mit dabei. Ja, die ganzen Gebiete sind hier mit dabei. Und hier sind nochmal die Charaktere. Ja gut, ist dann so ungefähr wie das Artbook, nur dass halt zu den ganzen Gebieten und zu den Charakteren noch ein paar Sachen stehen. Ah, hier kommen wir zu den Waffen und zu den Gegnern. Also, wer es übersetzen kann, kann es mir gerne übersetzen. Ja, ich denke mal, das ist einfach so ein kleines Buch mit ein paar Infos. So, dann machen wir mal weiter. Hier ist der Anhänger von Dying Light. Kann man irgendwo dran machen. Also ich habe ihn mir aufgehangen. Good night, good luck von Dying Light. So, das letzte, was hier drin ist, ist die CD, PC-Version. Die bleibt allerdings eingepackt, weil ich hatte vor, die noch irgendwann mal zu verkaufen und da kommt es halt besser, wenn die noch eingepackt ist. Ja, hier sind auch nur, ja, genau, Multiplayer ist mit dabei, Beat a Zombie. Aber ansonsten, und hier könnte noch der Key für das E-Book mit dabei sein, aber das bleibt mal eingepackt so. Also, wie man sehen kann, ist die Verpackung leer. Ich werde das Ganze jetzt mal zur Seite packen, damit wir zur Nighthunter-Figur kommen. Also, bei mir bleibt die normalerweise eingepackt, die Figur, aber ich werde jetzt extra für das Unboxing-Video auspacken. Und hinten drauf sind noch die Signaturen von den Entwicklern. Also, es müssten normalerweise die Signaturen von den Entwicklern sein. So, werde das Ganze jetzt mal hier öffnen. Ich hoffe, dass da kein Arm oder so abfällt jetzt so mitten im Video. Das Ganze mal hier rausholen. Oh. Ah, verdammt, hängt irgendwo fest. Ich habe jetzt keinen Bock hier einen Arm oder die Hälfte vom Körper abzureißen. Ich muss jetzt etwas hier aufpassen. So. Das mal hier rausholen. Wieso hängt das denn hier fest? Meine Güte. So, das mal weg. So, mal gucken, ob man das jetzt besser erkennen kann als im letzten Video. Ich werde mal kurz die Kamera etwas neigen, damit man das besser sehen kann. So. Ja, ich denke, das müsste passen. So. Na, ist gerade noch ein bisschen verpixelt, so wie es aussieht. Was ist denn hier heute wieder los mit der Kamera? Naja, das ist auf jeden Fall die Figur vom Nighthunter. Ist meiner Meinung nach sehr gut verarbeitet. Nur ich muss halt hier auf die Arme aufpassen, weil ich hatte zuerst eine Version bekommen, wo beide Arme einfach so in der Verpackung drin lagen. Und musste die dann zurücksenden. Ja, kam halt aus Polen. Aber diese Figur ist jetzt komplett ganz, ja, wie man sehen kann. Hintenrum. Auch sehr gut verarbeitet. Gefällt mir sehr gut. Passt auch sehr gut zu meinen anderen Figuren. Würde sagen, das war jetzt alles, oder? Ich habe alles ausgepackt. Ihr könnt euch gerne noch ein bisschen die Nighthunter-Figur angucken. Ach, das ist hier immer noch so verpixelt. Ich werde das mal etwas näher. Ah, jetzt geht es einigermaßen, oder? Kann man das so gut erkennen? Naja, meine Kameraqualität sinkt von Tag zu Tag, warum auch immer. Naja, das war auf jeden Fall mein neues Unboxing-Video zur Dying Light Collectors Edition. Ich werde mal überlegen, was ich als nächstes auspacke.
Ich habe ja noch genug im Inventar. Vielleicht die von Tomb Raider oder Dead Space oder mal gucken, was haben wir denn hier noch? Könnte auch die Collector's Edition von BO3 auspacken oder die von Ghost, je nachdem. Könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen, was ihr sehen wollt. Naja, das war zwar verpeilt, dieses Video, aber ich fand es eigentlich dennoch ganz in Ordnung. Weniger verpeilt als meine letzten Videos. Naja, hoffe, euch hat das Video gefallen und könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Würde sagen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Also, bis dann, eure Lizzie.